Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pillars of Eternity. Und jetzt endlich springen wir rein in die Grube. Bin auch gespannt. Wir sind ja schon mal reingesprungen. Zweimal sogar. Eine große Grube. Licht, Schatten. Der Wind erträgt ein Flüstern mit sich. Leise, zischend. Wolken wabbern um meinen Körper. Ich springe. Ich vertraue auf die Versprechen der Götter und die Macht der Seelen, mich sicher nach unten zu bringen. Der plötzliche Fall raubt mir den Atem, doch die Seelen fangen mich auf, umhüllen mich mit einer glänzenden, pulsierenden Aura. Doch obwohl sie meinen Sturz verlangsamen, spüre ich noch immer, dass ich zu schnell falle. Die Essenz, die mich umschließt, ist stark, aber chaotisch. Ich bemerke, dass ich auf die Wand zutreibe. In der Nähe fällt Kana im hohen Tempo nach unten, getragen von einer weiteren leuchtenden Strom aus Seelen. Oho, warum habe ich mich darauf eingelassen? Kana treibt kurz nach außen, fängt sich dann aber und streckt die Arme aus, um das Gleichgewicht zu halten. Oh, es ist nicht leicht, das Gatwin, Vorsicht, die Wand! Ich werde mal hier meine Athletik, ich tue jetzt einfach meine Athletik einsetzen. Ich bringe mich wieder in die Sicherheit des offenen Raumes. Es gelingt mir, meine Arme und Beine zu einem Kreuz auszubreiten, wodurch ich meine Position und meine Fallgeschwindigkeit stabilisiere. Ich beginne, mich sicherer zu fühlen, bis ich bemerke, dass Allot noch immer zu schnell fällt. Allot, er stürzt nach unten, zappelnd und außer Kontrolle. Ich könnte eine Rettung versuchen, doch der Boden nähert sich rapide. Nur durch eine Meisterleistung von Geschwindigkeit und Athletik... Geschicklichkeit, schon Athletik da unten gelesen, lässt sich eine Verletzung vermeiden. Wenn ich schon mal entschlossen bin, befehle ich mal den Seelen, meinen Gefährten zu halten, ne? Ich probiere es einfach. Eine Seele greift nach der turbulenten Essenz, die Allot umgibt. Durch die unglaubliche Macht meines Willens gelingt es mir, die verlorenen Seelen so zu organisieren und zu stärken, dass sie den Sturz meines Gefährten verlangsamen. Allot, er landet sanft auf dem Boden. Puh. Ich erreiche den Hof der Büßer und spüre unter meinen Füßen die Sicherheit von jahrtausendalten Steinen. The descent comes to an abrupt end. You remain still for a moment while your heart settles and your eyes adjust. Breathing in stale, forgotten air. Before you, a narrow and eroded walkway becomes faintly visible in the dim light, cutting a winding path through a cavern so expansive it seems a world unto itself. In the distance, you can make out the cold gleam of living Adra veins that spike and fork in and out of view from the murky depths beneath, their glow a faint and fleeting guide along the ancient trail. You look above at the opening you jumped through, now barely a speck of light like some distant star alone in the cosmos and forever out of reach. Your only way lies ahead. Well, that went better than I expected. Think I dislocated my... That's better. That was bracing. Ja. Das war knapp, würde ich mal behaupten. Ja, das letzte Mal sind wir hier aufgespießt worden, ne? Ich würde mal behaupten, da hilft nur eins. Ich glaube, ihr habt nicht alles Englische gehört, ne? Ich bin da irgendwie auf eine Taste gekommen, weil ich wollte eigentlich die Ladepause hier rausschneiden, dann habe ich aber den Sprecher rausgeschnitten. Ja, passiert ab und an, ne? Seid nicht zu. Was passiert? Ja, die Frage ist jetzt, ob es hier Fallen gibt, ne?
Vor allen Dingen, wo sind wir jetzt hier? You should see this. Ah. Ja, den haben wir ja nicht gesteichert. The work of a moment. Ja, trotzdem. Der kann ja nix. Oder? The work of a moment. Ja. Bin beeindruckt, Alot. Mhm. Was haben wir hier? Geister. Nein. Nein. So, Moment. Machen wir eigentlich ganz einfach. Du zurück und ihr nach vorne. Achso, den haben sie noch gar nicht entdeckt. Sehr schön. Na, dann halt. Dann machen wir es anders. So, und jetzt. Auf geht's. Kein Problem, ne? Fein. Geht weiter. Ja, komm. Wartet mal. Wo ist denn Alot hier? Ja, komm. Hauen wir was rein in die Meute. Warum? Wartet mal. Ihr müsst schon mit. Ihr müsst hier schon ein bisschen helfen. Let's go! So, hier drüben, den haben wir auch noch. Der ist wieder betäubt. Ja, das Betäuben ist natürlich echt übel. Haben wir da nicht irgendwas... Wenn wir da irgendwas hätten, wäre es natürlich nicht schlecht. Ne? Let's go! Warte mal, du Hund. Hundi? Hundi, dessen Namen ich mir nie merke. Itumar. Merken das nie. Nur mehr nicht mehr. Hm? So, hier sind ja jede Menge Seelen oder sowas in der Art, oder? Es ist doch hier so Atra oder Atra, ne? Die Säule zupft an meiner Essenz. Ein Puls der Welt selbst bewegt sich durch sie. Mhm. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem erstmal nach oben. Natürlich nicht ohne zuvor zu speichern. Upsa! Traumhaft. Nice and slow. Nice and slow. Nett. Hundi. Hast du... Kommst du hier alles noch rum? Jups, komm da. Nur dann kannst du noch mal loslegen. Was ist mit euch? Hol den nochmal, oder? Kommt ihr nicht mehr? Und die mal auch nicht so richtig. Die wollen jetzt gar nicht... Das ist eben was mich hier echt enorm ein bisschen stört, ne? Könnte ein bisschen dauern. Ja. Boom! Oh, wir hatten da einen absolut genialen Feuerball oder was auch immer. Irgendeinen Energieball geworfen. War das Alot? Alot ist jetzt irgendwie außer Kraft gesetzt. Ne? Obwohl der ganz dort hinten steht. Das sind so Dinge, die verstehe ich dann doch nicht. Ne? Ja, eigentlich inventarische Schuld. Ja, nee. Ich glaube nicht, dass wir den brauchen, oder? Was haben wir? Ach, hat doch niemand ein Schild. Hat doch niemand ein Schild. So, ihr wolltet doch mal hier reinschauen. Mhm. So, wir gehen jetzt mal hier rein. Warte, wir schauen mal kurz. Seelenartrag Gefängnis. Kann man da irgendwas befreien? Nee, wahrscheinlich nicht. Eher nicht. So. So, slow and silent.
Bleibt mal hier. Let's go. So, jetzt haben wir hier den, der sich da so durchschlängelt, ne? Das ist natürlich ein Monster. So, die haben wir alle. Gehen wir ein bisschen nach vorne. Geht den in die Flanke rein und ihr da hinten, ihr liebevollen Geisterwesen, ihr versucht schon hier. Mach mal hier was. Zum Beispiel, das kommt immer gut hier. Zack. Dann kannst du ein bisschen heilen, hier die Truppe, ne? In alle zum Beispiel. Wo streift denn hier? Der streift hier rum. Okay, lass. Was hast du da schön gemacht? Ja, wäre das hier was? Warte mal, jetzt geht er alle hier in Schatten. Warte mal, dann können wir hier ein bisschen... Ja, nimm mal, oder? Ach, da. Schon wieder alle... Wer ist denn noch das wieder hier? Sagt gar nicht, macht nichts mehr. Machen alle wieder nichts mehr. Okay. Ich sehe es an. Nee, mach du noch mal. Jetzt wollen sie wieder nehmen. Okay. Da, und weiter geht's. Ach, da hinten nochmal. Let's go! Natürlich auf alle. Auf jeden Fall. Immer auf alle drauf. Der ist so der, den sie wirklich am liebsten attackieren. Was denn jetzt? Jetzt. Der ist echt. Den attackieren sie total gerne. Right. Wahrscheinlich ist es so gemacht, dass sie auf den, der den stärksten Schaden macht, ne? Dass sie auf den draufgehen. Hello. 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 What do you suppose that bally thing is? How may I help? The work of a moment. Nett. Schön gemacht. Hallo. Das ist auch so ein Seelengefängnis? Sagt mir halt was. Sagt mir halt was. Sagt mir mal, was es ist. Die Säule zu... Achso, das hatten wir schon. Tja, da ist nichts mehr. Dann... Hallo. Hallo. Schauen wir mal den Gang hier entlang. Das kommt mir so vor hier wie bei Baldur's Gate 2. Der allererste Raum, wo sie aus dem Gefängnis... Wo sie aus dem Gefängnis fliehen. Oh, das wird übel hier. Die kommen gar nicht mehr. Let's go! Warte mal, dann nimm du lieber den. Und ihr Bande hier geht da drauf. Das sind trotzdem ziemlich viele, ne? Mach du mal einen Schuss. Du haust mal rein, trotzdem mal. Oh. So, ja. Du bist ja noch da. Was halt? Nee, ihr sollt nicht mehr. Du bist da. Du könntest den eigentlich umhauen, ne? Du widerstehst dem Umhauen? Ja, mach mal, das kommt auch immer gut hier, warte, das hier. Jetzt muss man aufpassen hier, ne, dass hier noch was passiert. Wie gesagt, die Verteidigung ist nicht der schlechteste Plan. Du machst nochmal das, du könntest... Hier drauf.
So, dann ja, jetzt ist der Bankier natürlich weg. Dann nimm mal leicht verletzt den hier vielleicht. Was ist denn mit unserem Hundi? Hundi hat nichts mehr. Ja, nimm irgendwas. I'm here. Kannst du eigentlich schon was? Nee. Okay, jetzt haben wir gerade so viele hier. Dann auf alle Fälle. So, wartet. Wir gehen mal hier oben ein bisschen drauf. So, die kann immer. Jo, wir nimmst denn den? Okay. Mach mal das hier. Keine Ahnung, was das bedeutet. Du... Mach mal das. Achso, nee, halt, dann geh mal ein bisschen weiter hin. Und dass du ein bisschen die Kälte ihnen zu spüren gibst. Zack. So, dann geh wieder weg, ehe hier was passiert. So, wen haben wir? Hier zum Beispiel. Und halt, der ist dem Tode neu, warum nicht? Mach mal du hier noch mit auf dem Tode neu. So, dann flankier mal. Ihr wollt nicht mehr. Mein Guter. Bitteschön. Nur gut, dass die sich um die da hier kümmern. Ne? Ist natürlich nett. Oh, jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich ahne ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was mache ich denn? Voll lauter Angst. Hier. No good. Und Hundi. Ach, der Hundi ist tot. Nee, ist nicht tot. Der ist betäubt oder sowas. Alle Mann auf den. Wartet halt. Du kannst jetzt bestimmt was. Was ist das noch? Ach so, beliebt. Ja. Nee, mach mal das hier. Following your lead. Can't get a good shot with this. Nett. Nee, halt den hier bitte. Der ist schon im Tode nahe, nämlich. So, dann kannst du... Whatever. Hier, das hier. Komm noch auf. So, da hätten wir den. Dann nimm die ganze Bande und gib mal auf den da drauf. Und dann hätten wir eigentlich das doch gar nicht so schlecht gelöst, ne? Oh, die zwei, die hauen, ne? Ja. So, die... Let's go! Dauert an. Ewiglich. Aber das war ganz nett. Möchte ich mal behaupten. Das Blöde ist halt, dass wir nur drei... Na? Ich verstehe die Problematik hoffentlich. Wir haben nur drei. Das ist nicht viel. Um nicht zu sagen, das ist sehr, sehr wenig. Mhm. Da müssen wir natürlich sehen, ob da Faller drauf ist. Hallo? Halt, da ist noch ein Animub. Mehrere Animubs. Animats. Kommt nur her! Keine Angst vor euch. Halt, warte, du bist doch wieder geschickt. Unsere Sau ist natürlich die absolute Krönung. Ja, ist nicht sehr geschickt. Wird nix. Ich seh's ein. Yes. Come here with this one. Oh, die halten ganz schön aus, ne? Ich meine, aber ich muss sagen, die halten jetzt auch ganz schön aus. Im Nahkampf. Let's go! These ones are in for a warping! Ja, wir müssen ein bisschen sparen. Gewiss. That's not very helpful. Ich can't get a good shot with this. Macht er jetzt?
Wer macht denn da eigentlich 4 Schaden? 3 Schaden, ich seh's gar nicht. Das geht so schnell hier. 4 Schaden machen sie gar nicht, ne? Wenn ich's mal bedenke. Wenn man es mal richtig überlegt. So, dafür Hi. Bist du zuständig. I'll see what I can do. Naja, das müssen wir trotzdem mal schauen. Ob uns das irgendwas hilft hier. So. 14. 14 minus 5? Nee, ist Quatsch. Völliger Nonsens. Nee, brauchen wir. Echt? Brauchen wir überhaupt irgendwas? Nein, gut. I shall. Ja, das war's hier, ne? Wie es aussieht. So, dann schauen wir kurz auf die Karte. Also haben wir jetzt den Bereich. Den Bereich, den Bereich. Ne, nun arbeiten wir uns langsam nach unten, ne? Nice and slow. Könnte natürlich wieder was Größeres werden. Oder? Nee. Alot? Wollen wir lieber Alot vorschicken erstmal? Wie das so ein Seelengefängnis oder wie man das auch immer nennt, ne? Eine Adrassäule erhebt sich über mir, stoisch und stumm. Ihre gezackten Schichten sind eine Messlatte für das Verstreichen der Zeiten. Die Säule fühlt sich an wie ein dicker Eisblock, und ich spüre tief in ihrem Kern eine schwache, flackernde Flamme, fast erloschen und doch vor dem Wüten der Elemente beschützt. Als ich mich nähere, scheint die Flamme ruhiger und stärker zu werden, und die Schicht, die mich von ihr trennt, sie schmilzt. Ich werde in den Schein der Flamme getaucht, ein strahlendes Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Der Schein, er verblasst, als hätte ich mich an seiner Intensität angepasst. Dort, wo er war, erscheint Iovara, ein utopischer Schatten, der über dem feuchten Zellenboden schwebt. Obwohl sie ohne Alter ist, erscheint sie mir verändert. Eine leicht gebeugte Haltung, vielleicht, oder kaum merklich eingefallene Augen. Über ihr Gesicht zieht sich eine breite Narbe, faserig und wurmartig, wo Flammen einst züngelten, selbst im Tod nicht verheilt. Oh. My old pupil, you are a welcome sight, but a worrying one as well. Do you still wander lost in the darkness after all these many years? You are so different now from who you were then, yet much remains the same. Old troubles with a new face. What is it that has brought you here? Es scheint, dass wir hier noch irgendwas zu erledigen haben. I'd hoped after our last discussion you would find what you sought. Has it eluded you all this time? I can only guess your presence here has something to do with Theos. The energy of this place changes when he is near. I don't know what he has done, but I do know of the souls that pass through here now. They do not come by choice. Tja, das ist ja das Übel. Taos hat sie aus dem Kreislauf gerissen. Er will Würdika mächtiger werden lassen und die Schuld für seine Taten der Besiedlung geben. After all this time, he would still stand against the tide. Du kanntest mich, als auch Taos mich kannte. Ich muss mehr über diese Zeit wissen. I will tell you what I remember. Dieses Leben hat irgendetwas an sich, was meine Seele nicht loslassen kann. Ich muss wissen, was es ist. Und mir geht die Zeit aus. Ich sehe Augenblicke aus jenem Leben. Dich, die Inquisition, Taos. I can see his influence, still hanging like a weight about your neck. So it always was. He had inspired something in you.
We spoke of him the last time you were here also. It was just after the trial. You were agitated. I think because you started to consider that what I was teaching may have been true. Also waren wir es wirklich, ne? Als sind wir wirklich irgendjemand anderes gewesen. So ein Inquisitor halt, nicht irgendjemand. Und was soll das gewesen sein? Iovaras kneift den Mund zusammen und runzelt mitleidig die Stirn. Ihre Augen huschen zwischen unseren hin und her, als würde sie nach einem Zeichen suchen, ob sie sprechen soll oder nicht. That the gods aren't real. I'd dreaded the idea from the moment the Delamgon suggested it. And yet, it almost feels like a relief. Perhaps not to her. Many are those whom the gods have scorned. This is petty retribution. But that's not... Is that the truth we've come for? That even the gods are false? That doesn't seem possible. What I taught was that the gods whose faith we had been spreading were not gods at all, but something else entirely. Something created by people. Aber ich habe an die Götter geglaubt, in meiner ganzen Seele. Wer hat dann die Götter erschaffen? Und zu welchem Zweck? They were conceived by Enguith, a society of high minds and broad concerns. Theos's people. In their time, every people worshipped its own gods. Sometimes they warred over it. After a few wars of their own, the Enguithans sought an end to it. They devoted all their energy to finding the true creators. Generation after generation, they prodded and worked the stitching of the world and unlocked its secrets. One day, they found an answer. Except the answer was no answer at all. There were no gods to be found. Or if there ever were, they were gone. It shook them, this finding. If they could discover this on their own, how long until others would? How long before war and chaos reigned over a world without consequence? But they had mastered many things in their pursuit of these answers. And with their mastery, they crafted their own gods to fill the void, and sent missionaries to the corners of the world to spread their faith. Wie hast du das alles erkannt? The Enguithan missionaries all knew it, but they never told the rest of us. They meant it to be a secret that died with them. And in the end, they allowed their bloodlines to fade from memory. I had been assigned to join a few of them at a temple. I found the door to their chambers closed, but the room was stone and the door thin. Their voices carried. I heard enough. I investigated the things they spoke of, and everything was there, just as they said it be. Später, nachdem ich den Orden verlassen hatte, fanden einige Envitaner meine Worte überzeugend und schlossen sich meiner Sache an. Sie enthüllten, was ich nicht bereits wusste. Und deswegen also gründest du oder hast du deinen eigenen Glauben gegründet? The Enguithan missionaries all knew it, but they never told the rest of us. They meant it to be a secret that died with them. And in the end, they allowed their bloodlines to fade from memory. I had been assigned to join a few of them at a temple. I found the door to their chambers closed, but the room was stone and the door thin. Their voices carried. I heard enough. I investigated the things they spoke of, and everything was there, just as they said it be. Moment. Aber... I never thought of it as faith, but I think you are right to call it that. Let the world Ach so, see. Entschuldigung. Let them decide what to do. That was my faith. Habe ich auf den Falschen geklickt? Merkwürdig. I became a missionary because the gods brought me hope that I wanted to bring to others. For a time,
The truth sent me to a dark place. Then the day came when I realized nothing had changed. That I still had a purpose, and the purpose was the same and it was worth living for. I began questioning the other missionaries in public, exposing their parlor tricks. In time, their following became mine. Und ist es wahr, was du mich lehrtest? You asked me this once before. Nothing I can say would be any proof, and it may be certainty your soul craves. Resolution. But if you are bound for the same place Theos directs these souls, you will see for yourself, as you once did. Everyone faces this truth at one time or another. Few confront it. Few have the stomach to ask what if. And in avoiding the question, they deny themselves an identity of their own. Jovara überblickt schweigend mit nachdenklichen Augen ihr Publikum. Sie mustert jedes Mitglied meiner Gesellschaft einen kurzen Augenblick lang und sieht ungesehene Dinge. What if it were forbidden knowledge rather than fault that earned your doom? What if your guilt? Margrin set a path for me. She is fickle and cruel, but that is how she teaches. You know nothing of the fires that have shaped me. And what if the fires themselves were lies? Lies you told yourself to bridge the gap between experience and truth. Schweißperlen, sie sammeln sich auf Durrans Stirn und strömen sein Gesicht hinab, als wäre ein Eisblock, der vor einem großen Scheiterhaufen steht. What if you had always been alone, without guidance? Well, as poorly as I've chosen my guides, I suppose it would be a comfort to know that I'm free of them. The freedom has always been. It was the guidance that was the illusion. If all our common threads are spun from a lie, what's left to bind us together? Don't look to me. Perhaps nothing binds us. Rauatai tears itself in two, clutching after truth. And I wish I could have sated my hunger for truth in the halls of the Lore College. What if our burdens come to us not because they are meant to be, but because they happen to be? We fulfill them anyway, because they still matter to the people around us, even if we know better. Da drin steckt Wahrheit, was sagt. Im Grunde ist es Schnutz, Eisbiebs egal. Ob es Götter gibt oder nicht, der Glaube ist es. Der Glaube ist es, der uns Dinge tun lässt. Zum Bösen wie zum Guten. Ich spüre das Gewicht von Yuvaras durchscheinenden Augen auf meiner Seele. Was, wenn wir uns gar nichts gewiss sein können? Moment, das müssen wir jetzt mal schauen, was wir für eine Antwort geben. Dann liegt der einzige Wert in den Dingen, die wir selbst schaffen. So sieht's aus. Können wir Frieden finden? Nee, dann ist die Frage... Nee, dann ist es besser. Nee, dann können wir... Nee, nee. Eins. There is bliss to be found in the things we create, but sorrow as well. Ja. Every creation bears the imperfections of its creator, and its creator's creator. Art and song are creations, but so are weapons and lies. We must be careful that our creations do not consume us. Tja, so ist es, aber so wie wir unser Schicksal wählen, wählen wir böse oder gut. Nur gut gibt es nicht. In jedem Konflikt, in jedem von uns steckt ein Konflikt. In jedem von uns steckt was Böses. In mir, in dir, in jedem. I ask these things not to trouble you, but to show why they must be confronted. No answer is simple. But somewhere between them all lies a truth so beautiful, not even a god could conceive it. Do we not owe ourselves a chance to find our part in it? Nein, die Leute müssen wissen, dass die Dinge nicht grundlos geschehen. Ein erfundener Grund ist besser als gar keiner. Doch
selbst ohne Zusicherung gibt es noch Wahrheit. Schulden wir es uns nicht selbst, unsere Rolle in allem zu ergründen? Doch, selbst ohne Zusicherung gibt es noch Wahrheit. Die Leute müssen wissen, dass die Dinge nicht grundlos geschehen. Ein erfundener Grund ist bis jetzt gar keine. Ja. Ja, das wäre jetzt natürlich in meiner Theorie, ne, wäre die zweite Antwort natürlich auch im Grunde richtig. Denn selbst ein erfundener Gott ist besser als gar keiner, ne? Als wenn man an gar nichts glaubt, ne? Ich nehme trotzdem das Erste. Denn selbst ohne Zusicherung gibt es immer noch die Wahrheit. Auf der anderen Seite, was ist Wahrheit? Ich nehme das Zweite, einfach aus der Konsequenz heraus, was ich gesagt habe. That is the thinking that has shaped the world, for better or worse. I've been alone here with my thoughts for so long now. I've found peace with my failures and with my punishment. I no longer curse fate for what might have been. But there is one thing that has clawed and scraped at my mind all these years. One thing that will not be put to rest until I know. Until I understand. Zum ersten Mal sind in ihrem ruhigen Antlitz Anzeichen von Zweifeln zu sehen. I need to know why you chose to remain with the Inquisition, even after you'd learned the truth. Do you remember? Nein. Als sie die Frage stellt, springt mir die Erinnerung augenblicklich ins Gedächtnis, als wäre es eben erst geschehen. Deine Lehren waren eine Gefahr. Ich habe dich verabscheut. Bestimmt nicht. Ich wollte den Göttern gefallen. Das machen wir so, ne? Weil wir wollten den Göttern gefallen. Weil wir, ne, wir gehen mal ins Rollenspiel technisch. Ich weiß es nicht, aber ich meine, der hat ja nur an Götter geglaubt, ne? Bis hierher. Also, Götter gefallen. So you never doubted, despite everything I told you? Or perhaps you accepted what I told you, but wanted to please them anyway. Besser. Either way is better. Besser als was? Ich muss wissen, dass es nicht daran lag, dass du nach allem, was du erfahren hattest, dennoch lieber an eine Lüge glauben wolltest. Ja, dann sagen wir es mal. Wenn das die Schlussfolgerung ist, zu der die Leute kommen, wenn sie alles wissen, dann ist mein ganzes Dasein ein Fehler. Es wirkt harsch, diese Verbindung zu ziehen. Ja, es ist harsch. Da sagen wir nichts Gutes, nichts Böses. Wir weichen aus. You were a blank slate to me once. A blank slate that I had taught the wrong things. I'd given you a false faith. I had to know I could undo what I had done. Redirect you to embrace the truth. You had heard both sides, seen everything. If not you, then who? Ich verstehe zwar deine Argumente, ne, aber du kannst niemals alle von etwas überzeugen, ob es wahr oder nicht ist. Es wird immer Dissens geben. Auf alle Fälle. I expected dissent. But I needed to know that true faith would prevail. Perhaps I've been wrong to place so much importance on one person's actions. It was all I could do to feel like there was an answer. Ja, aber es gibt nicht nur einen wahren Glauben. Das funktioniert nicht. Even knowing what you've told me, some part of me knows it doesn't truly answer what I wish to know. Nor will an eternity of silent contemplation. I will have only my guesses and suspicions, and that will have to do. And what of your understanding of our past? Are you at ease with the choice you made? Ja, ich sehe die Welt heute anders als damals. Ich bereue, was ich dir angetan habe, und ich wünschte, du könntest mir verzeihen, ne? Das nehmen wir. Ich sehe die Welt heute anders als damals. Verzeihe mir. There is nothing to forgive. The fault was always mine.
I led you down the path that led to Theos. When I tried to steer you back, it was too late. To have taught someone wrong is far worse than to have done wrong yourself. Long have I wished to make amends for this, but the time has long since passed. At first I thought this might be the source of your soul's anguish, but now I see I was mistaken. You are not divided on this matter. You have put it behind you. It is with Theos that your agony lies, in sun and shadow. Your questions are not for me, but for him. And it may be that only an answer from the mouth of Theos himself will satisfy your needs. Yet if there is anything I can tell you that would be of use, ask and you shall know. Bist du bis ans Ende aller Zeiten an diesen Ort gebunden? In a matter of speaking. This is Braeth Yamin, the Court of the Penitents. Souls are confined here until they repent. They must beg the forgiveness of a god, pledge their soul to them, and they will be lifted from this place to the world above. In truth, they receive leniency, but not true mercy. The spite of Whitaker is eternal. They linger above, at the side of the old court, and are not permitted to leave the island. Forever severed from the cycle. This prison was full once in the days of the Inquisition. But time weathers all things, even will. I'm the only tenant who remains. Yet, I feel their presence strongly now, as it was in the beginning. You have brought many of them here. They cry out for the judgment of Theos. You have struck some bargain with the gods, then. Nee, weil die Götter gibt's ja nicht. Ja, besser auf ihrer Seite stehen als auf Würdikas, würde ich mal behaupten, oder? Nee, halt, die anderen Götter helfen mir, weil sie Taos finden. Ich bin ihnen nicht schuldig. Wir sind jetzt, entsagen den Göttern. They aid you because they would bend you to their own purposes. Angwith built gods from ideals, and an ideal on its own is a grotesque and vicious thing. Ja, das mag sein. But these souls, these forgiven the gods have bequeathed you like chattel. They were loyal followers in life. They will be with you to the very end. Und warum tust du keine Buße? Könntest du diesen Ort verlassen? Last time someone asked me that. I was bound to an iron wheel with a broken spine. There are many things I've come to doubt about the choices I made in life. But that trial was my one moment of certainty. Even without a chorus of gods to tell me I had been right. The gods need to be reminded that we have a spirit, and that spirit is proof against their power. They have the power to manipulate and confuse and ruin us. But not to change our will. I will remain here until the world crumbles and fades from existence, with joy in my heart, knowing I've shown them what they truly are. Ich habe von den Göttern gehört. Es gibt diesen Ort, Sonne im Schatten. Was ist das? Ich könnte dir sagen, was ich glaube, aber das wäre kein Beweis. Ich habe nur, was ich gesehen habe und andere darüber gehört haben. Es gibt nur noch einen Mann, der dich sagen kann, der es mit Gewissheit weiß, und du wirst ihm schon bald gegenüberstehen. Ich überlasse es dir, es mit eigenen Augen zu sehen, dein eigenes Urteil zu fällen. Es ist besser für deine Seele, meine ich. Und warum sprichst du Etrujanisch? Probier, Mama. Ich spreche keine Sprache mehr als den wortlosen Ausdruck des Geistes. Durch meine Verbindung zu dir kann ich deine Worte kanalisieren und als meine eigenen Formen. Und sag mal, was brauche ich eigentlich von Taos? I could not say for sure. But you have been to Sun and Shadow before. And it came at a crossroads in your life, when much of what you knew had been upended. I have to believe it will come to you there. Your concerns then were of loyalty and trust and the gods. Everything I told you seemed to send you further into doubt.
His words mattered to you when you knew him then. After you and I spoke, you went immediately to seek him out. Perhaps you simply sought confirmation from the man you trusted. If something from that time still troubles you, it may be something he told you then, or refused to tell you. He keeps secrets better than any in this world. Er scheint mal unser Freund gewesen zu sein, ne? Warum hat Taos das alles getan? Ja, warum will er denn diese Würdika so sterben? Was will er denn eigentlich so richtig? Die Welt beherrschen, oder? He cares only for the secret he keeps locked away. He destroys anyone who might discover it, no matter their chances. That's why he's always favored Wutika. It isn't in her love of promises or justice. It's her disregard for the rules. Her willingness to do what is necessary. To Theos, she's not a deity, but an ally with which to conspire. When her power waxes, she does as she pleases with this realm, as well as hers. And she wants that secret guarded as much as he. If Theos succeeds, there will be a shift in the balance of power among the gods. Wutika was vanquished once, when the other gods decided she had gone too far, and her power diminished. With this infusion, there is no telling what she will do. The only certainty is that there will be chaos in their realm, as well as ours. Auf der anderen Seite, ne? Ich meine, okay, die Götter wurden irgendwie ja anders geschaffen, aber auf der anderen Seite sind sie ja nun Götter, ne? Und sie nennt sie ja auch immer Götter. Ich meine, das ist nur eine Frage der Definition, irgendwie, ne? So, wie kann ich jetzt Taos dazu bringen, mir zu sagen, was ich wissen will? Sag's mir, weißt du bestimmt nicht. You will not find a more resolute being on all of Eora. There is no offer you could make, nor spell you could cast, nor pain you could inflict that would make him reveal what he hides. But I see you have become a watcher in this life. Perhaps in defeat, when he can no longer defend himself, you might learn something from him. Naja, da wissen wir ja, was wir zu tun haben. Theos will not wait for you. If you do not catch up to him now, you may never find him again. Mhm. Die Götter haben mir die Seelen ihrer Vergebenen gegeben. Wenn du Buße tust, kannst du dich ihnen anschließen. Hilf mir, den letzten Schlag gegen Taos auszuführen. Ja, das mache ich. Mir egal. Was ihr auch sagt, ich mache das. If I repent, all I have done has meant nothing. Ja, du sollst mir ja nur helfen. Das wäre dann so eine Buße und dann würdest du im Grunde mit deinem... Naja, okay, ich sehe es ein. Keine Chance, sie von hier zu lösen. Bist du eine Sklavin? Wenn du nicht von einer Zweifel in deinem Verstand gesehen hast, würde ich jetzt ein normales Leben. Bevor ich gehe, werde ich mich für diesen... Ja, Quatsch. Dein Widerstand hier ist eine Illusion. Du bist eine Sklavin gebunden. Deine Verdammung ist Beweis, dass die Götter über uns allen herrschen. Oh, komm, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt mal. Weil eigentlich, ne, dein Widerstand hier ist eine Illusion. Du bist eine Sklavin der Götter. An ihre Regeln gebunden, in ihrem System gefangen. Deine fortdauernde Existenz beweist, dass die Götter über uns alle herrschen. Das würde mich mal interessieren. Ich bemerke nun eine Verbindung, die schon immer Bestand hatte. Eine Verwebung ihrer Essenz mit meiner am Rande meiner Wahrnehmung. Ich bin an den Geist dieser Frau gebunden und ich spüre, dass ich ihn bis zu einem gewissen Grad kontrollieren kann, als wäre ich sein Hirte. Was schlägst du vor? Ich kann deine Seele zerschlagen, deine Existenz beenden. Dann wäre ich nicht anders als die anderen Seelen, welche die Götter an diesem Ort gebrochen haben. Ich will meinen Kampf gegen sie nicht aufgeben. Wie kannst du meinem Argument mehr Nachdruck verleihen als durch das Opfern deiner eigenen Essenz? Solange du hier bist, wissen die Götter, dass dir das Leben, das sie dir gegeben haben, wertvoll ist. Ja, aber es ist ihr Wunsch. Ne? Dann bleib halt für immer hier. Sei's denn drum. For my part in leading you to Theos in the very beginning, I hope you can forgive me. I hope whatever final guidance I've given you here proves more useful.
If ever we should meet again, in this life or any other, I hope to find you at peace. Puh, das war lang, aber interessant. Ciao, ciao.